Die Maskenpflicht halte ich nicht für sinnvoll. Ich arbeite oder habe seit 40 Jahren im OP gearbeitet und habe schon da gelernt, dass man, wenn man in der Pause die Maske einmal vom Gesicht nimmt, dass man für den Rückgang in den OP wieder eine neue Maske aufsetzen muss. Und wenn man sieht, wie die Masken hier getragen werden, zum Teil unterm Kinn, zum Teil in der Tasche, da bedient man halt nur die Pflicht, die Maske zu tragen. Den Sinn und Verstand, den kann ich dabei nicht sehen. Ich finde sie für sehr wichtig, weil gerade für ältere Leute brauchen wir diese Maßnahmen. Generell halte ich die Corona-Maßnahmen für sinnvoll. Was die Masken angeht, finde ich, ist das auch eine Art Scheinsicherheit, die das suggeriert, weil die Menschen dadurch vielleicht weniger Abstand halten. Und viele tragen die Masken auch nicht richtig. Ja, eher schon, wenn sich Menschen dran halten würden. Also manchmal auch mit den Masken, die tragen die halt nicht vernünftig. Oder halt manche Menschen halt noch einfach nicht den Abstand. Ja, also ich finde sie auch angemessen. Es ist halt immer schwierig, den Spagat zu finden zwischen angemessenem Schutz und doch den Menschen so viel Freiheit zu lassen, dass sie irgendwie noch das Gefühl haben, sie können den Sommer genießen. Ja. Also was das soziale Zusammenleben anbelangt, fühle ich mich nicht eingeschränkt. Was ich schwierig finde und was man auch in der allgemeinen Gesellschaft spürt, ist eher, dass diese Maßnahmen ja noch sehr lange weiterhin andauern werden. Ich fühle mich eher eingeschränkt. Geschützt fühle ich mich gar nicht, weil wenn man die, glaube ich, mal hygienisch untersuchen würde, die Masken so, glaube ich, würde man ziemlich überraschende Ergebnisse finden. Also ich bin Koch vom Beruf und ich werde eingeschränkt, mit Maske zu arbeiten. Man ist manchmal auch ein bisschen erschöpft, aber trotzdem ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Klar, es gibt so bestimmte Regeln, die man verfolgen muss, aber im Grunde genommen kann man fast alles wieder ganz normal wie vorher machen. Wir wollten alle so feiern gehen, das ging natürlich nicht, kein Abiball, gar nichts. Aber man sieht es auch einfach ein, also ist natürlich auch notwendig. Und wenn man dann auch so ein bisschen drüber nachdenkt, dann fühlt man sich nicht eingeschränkt, sondern eher beschützt. Natürlich fehlen vielleicht Großveranstaltungen, aber da kann ich mich eigentlich ganz gut einleben damit. Klar, es ist eine Einschränkung, aber das nehme ich eigentlich ganz gerne in Kauf, aus Sicherheitsgründen auch. Gerade wenn man irgendwie ältere Verwandte hat, die man häufiger besucht, geht es mir dann eher um die als um mich dabei. Einschränkungen bei Grundrechten empfinde ich persönlich gar nicht. Auch eine Einschränkung der Demonstrations- oder der Versammlungsfreiheit sehe ich nicht, denn das Tragen der Maske würde ja schon reichen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns daran halten, dass wir jetzt nicht große Versammlungen haben, um eben das Virus einzugrenzen. Und wenn es dann einen Impfstoff gibt, dann können wir ja auch wieder in großen Demos zusammenkommen. Wir müssen das alles jetzt so durchziehen und was die Regierung jetzt gerade an Maßnahmen macht. Finde ich sehr gut. Man kann ja theoretisch demonstrieren, wenn man Abstand hält. Wenn man den nicht hält, dann ist man halt auch selbst schuld. Lustigerweise bin ich Juristin. Von daher fühle ich mich ziemlich eingeschränkt, was das angeht und mache mir da auch am meisten Sorgen drum. Weil ich bezweifle, dass diese Maßnahmen grundrechtlich so komplett abgesichert sind. Wegen der Grundlage, auf welche diese Maßnahmen gestützt werden. Nämlich Verordnungen, die von der Exekutive kommen. Und nicht vom Gesetzgeber untermauert sind. Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich auch richtig. Also zum Beispiel war ich einmal beim Bäcker und habe meine Maske vergessen, dann wurde ich auch nicht reingelassen. Das fand ich gut. Ja, sozialer Druck ist da, aber der sorgt ja auch dafür, dass die Leute sich dran halten. Und da ich grundsätzlich ja dafür bin, dass sie sich dran halten sollen, zum Schutze aller, finde ich das okay. Ja, aber der Druck ist da. Also passiert selten, dass ich mich nicht dran halte, also eigentlich gar nicht. Aber Menschen gucken schon echt fies. Und vor allem am Anfang war es auch eine sehr schwierige Stimmung in Einkaufsläden. Also es war dann sehr, als es die Maskenpflicht noch nicht gab, dann war es mit dem Abstand schon sehr schwierig und Menschen waren dann schon sehr abweisend und auch sehr kühl. Nein, ich habe das aber mitbekommen, dass andere Leute sich dann dementsprechend auch dazu geäußert haben, machen Sie bitte Ihre Maske über die Nase und nicht unter die Nase. Ich
finde es auf jeden Fall richtig, dass auch miteinander kommuniziert wird. Nö, also das kommt mal vor, dass man irgendwie darauf hingewiesen wird, ne, wenn man merkt, das ist jemand jetzt besonders wichtig, aus welchen Gründen auch immer, und dann ist es aber voll in Ordnung. Ich denke, wenn man gut miteinander redet, dann klappt das schon.